Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Master Builders. Heute mal wieder mit meinem Gaststar Maudado. Hallo Leute, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Na, wie geht's dir denn? Alles okay? Alles supi. Gab es keine Abstimmung? Nee, es gab keine. Ich hab das eingestellt. Ich hab Tintenfisch nämlich gemacht. Du hast Tintenfisch gemacht? Ja, in meine Hose. Also, ich wollte über etwas reden. Ich hab mir natürlich auch wieder Fragen rausgesucht. Wie immer? Ja, ja. Mit dem Hashtag Frage könnt ihr jederzeit in den Kommentaren Fragen stellen, Leute. Ja, danke. Aber nur gute Fragen, wie heute rausgesucht wurden. Also bevor ich damit anfange, ich hatte ja vor ein paar Folgen von meiner Fliegen-Story erzählt, dass da 700 verschiedene Fliegen in meiner Wohnung waren und da alles dann ja, ein bisschen eskaliert ist. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder so, nochmal 2 Stück gefunden, die aber kleiner waren. Das waren wahrscheinlich dann die Kinder oder so, nehme ich mal an. Und seitdem habe ich dann nichts mehr gesehen und ich glaube, das Thema ist durch. Aber, jetzt kommt's, ich habe seitdem das passiert ist, Träume davon. Von Fliegen. Nein, lustigerweise nicht, nein. Ich träume ständig davon, irgendwie schon seitdem 5-mal oder so passiert, dass Kakerlaken und so an den Wänden sind, die ich dann wegsaugen muss. Also irgendwie habe ich jetzt, ja, was, warum? Eine Ungezieferphobie oder wie? Eine Phobie nicht, weil mein Bezug dazu hat sich ja nicht verändert. Ich finde die immer noch genauso eklig wie vorher. Aber okay. Scheinbar finde ich das sehr eklig. Also warte, du stehst in deinem Traum einfach so da und saugst Kakerlaken auf. Ja, ich laufe halt da rum und sehe auf einmal, oh nein, da sind ja wieder Ungeziefers. Und dann musst du die wieder wegsaugen. Ja, aber die sind halt noch viel ekelhafter als jetzt irgendwie eine Fliege, ne? Logischerweise. Kakerlaken sind da 100-mal, boah, da würde ich kotzen, glaube ich. Echt? Ja? Du nicht? Nee, es sind halt trotzdem nur ein Käfer. Also nur, alles ja? Klar. Ja, alles klar. Okay, ja gut. Also ich fände es nicht so mega schlimm. Ich fand auch deine Fliegengeschichte nicht so ultra krass. 70 Stück? Es sind halt trotzdem nur Fliegen gewesen. Aber ich kann verstehen, dass du dir deswegen Sorgen machst. Ich kann dir die gerne vorbeischicken, wenn dich das nicht so stört. Wie würdest du mir die vorbeischicken? Ja, ich hab die noch im Beutel. Die hat warte, da keiner rausgeholt. Warte, du hast immer noch denselben Staubsaugerbeutel drin? Ja. Ja, weil mein Staubsauger keinen Beutel hat. Ich muss die da so raus. Ich glaube, ich werfe die einfach weg. Die ganzen Staubsauger? Ja. Okay, ich muss weg. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einen gigantischen Fehler gemacht. Was denn? Ich wollte so ein Splatoon-Squid bauen und es, ich reiß alles wieder ab. Ich mach gerade einen Super Mario Sunshine-Typi. Okay, Manu. Ich habe eine Geschichte, die wollte ich eigentlich bei mir erzählen, aber ich hau sie jetzt schon mal bei dir raus. Okay. Weil du wahrscheinlich komplett ausrasten wirst. Weil das ekelhaft ist? Ich habe ein Wespennest bei mir. Nein! Ich habe so einen Holzkräuterkasten gehabt. Den habe ich dieses Jahr nicht bepflanzt. Nach dem Winter habe ich quasi alles absterben lassen. Und da habe ich gesehen, yo, da wird angefangen, dass die Wespen so ein Nest bauen. Dann habe ich erstmal gedacht, oh scheiße. Die bauen da jetzt ein riesen Nest, mein ganzes Fenster zu, weil das ist direkt vor meinem Glasfenster. Draußen, also es ist draußen, es ist auf dem Fenster, auf der Fensterbank draußen. Fenster Sims, wie heißt es draußen drin? Egal. Auf jeden Fall, ich kann dir ein Bild später schicken. Oh Gott. Das ist kein großes Nest. Dann habe ich erstmal gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Erstmal im Internet geguckt, was für eine Wespenart es ist. Und ich habe gallische Feldwespen auf meinem Fenstersims. Und die Sache ist, gallische Feldwespen sind anscheinend ultra chillig und die Kolonie kann maximal 30 Wespen groß werden. Hä? So. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt lebt die da. Ja, aber was machst du hier? Ja, ich lasse die da einfach da. Also anscheinend ist es echt so, dass die gallischen Feldwespen halt wirklich ultra chillig sind. Es gibt noch die deutschen Wespen und die gewöhnlichen Wespen oder allgemeinen Wespen oder so in Deutschland größtenteils. Und die sind anscheinend ultra aggressiv und stechen Menschen auch, wenn man irgendwie in die Nähe von ihrem Nest kommt. Aber da kann man bis zu 10, Alter. Okay, ich habe halt nichts gebaut, so 10 Zentimeter vorkommen. Oh Gott. Und die machen gar nichts. Also ich habe gar nichts, Manu. Ja, aber die sind ja trotzdem da. Ja? Aber ich habe mich damit angefreundet. Ich habe über die gelesen. Bist doch gestört. Ich weiß, die essen viele kleinere Insekten. Die essen bis zu so eine Kolonie, ist am Tag bis zu 500 Gramm andere kleine Insekten auf. Und habe ich mir gedacht, ja. So viel? Ja, die sind ultra praktisch. Ja, lass sie doch in eine Bude. Nee, die Bude dann doch nicht.
Aber ich hab die nur entdeckt, weil ich Fenster geputzt habe. Und ich habe halt direkt neben denen das Fenster abgesaugt und das Fenster geputzt und die hat es einfach nicht gejuckt. Und jetzt bin ich mit dem befreundet. Jetzt bin ich Wespenvater. Als ob so jung und schon Vater. Ja. Ist das schön. Warum haben alle einen Zombie-Kraken gebaut? Ja, keine Ahnung. Das ist kein Tintenfisch. Das ist jetzt mal kein Tintenfisch. Ich habe allen trotzdem super gegeben, weil die ultra süß sind. Und das ist doch süß. Guck mal. Ja, das ist Was ist ich. Das? Das ist meins. Das ist, ja, das ist okay. Der Anfang. Ich habe nochmal von vorne angefangen. Ja, klar. Also, das ist wirklich meins. Ja, klar. Was? Ich habe dir gerade ein Meister Bleeding gegeben. Ja, verdient. Was war das denn? Das war der Anfang von so einem Splatoon-Squid nochmal. Ich habe aber irgendwie bei Minute 2 komplett neu angefangen. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist besser als meins. Und warum schreibt der, Bad Boy? Ach so, weil der in die Luft schießt? Ja, das ist der von Super Mario Sunshine. Ich blende den mal ein, der war doch gut. Und der ist aber süß. Ich verstehe gerade nichts. Ist doch süß hier, ne? Ja. Was hast du da gerade? Da hättest du einfach AFK gehen können. Ja, ich hab halt über meine Wespen erzählt, über meine süßen. Ja, ich doch auch über meine süßen Fliegen. Ja, du hast ja deine Fliegen, du hast sie alle umgebracht. Bei mir darf alles leben. Wie gesagt, ich kann dir gerne ein paar Fliegen rüberschicken. Ja, mach. Du traust es dich eh nicht. Natürlich traue ich mich, den ganzen Sauger einzupacken. Ach so, ja, okay, ja gerne. Ja, wenn ich den Sauger geschenkt und dann machst bekomme, du ein Unboxing. Dann schick rüber. Ja, an sich ist der echt gut. Aber leider jetzt unbrauchbar. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Warte, kam mein Paket eigentlich an bei dir? Hä, du hast mir ein Paket geschickt? Ja, vorgestern müsste schon da sein. Briefkasten. Ich habe seit 2 Tagen meine Wohnung nicht verlassen. Ja, dann geh doch mal zwischen den Runden kurz zum Briefkasten. Okay, dann muss ich mir aber eine richtige Hose anziehen. Nee, mach doch einfach so. Okay. Tadius, lol. Ja, stimmt, das ist ja auch ein Tintenfisch. Ja. Oder? Ja, der kann auch so schwarzes Zeug daraus. Ja, kriegt ihn super. Das ist doch cool. Ich denke, der gewinnt. Weh, du bist über mir, ne? Also dann raste ich aber aus. Nie im Leben. Oh, guck mal von oben. Ja, kriegt ihn gut. Mama, ich hab noch nie so schlecht gebaut. Nee, hast du auch noch nicht. Beziehungsweise, ich habe ja gar nichts gebaut. Ich habe den überzeugtes Meister Bleeding gegeben. Boah, Alter, wie viele haben den gebaut? Okay, der ist jetzt aber, das ist aber nicht so cool. Krass. Ja, nee, eigentlich nicht. Und habe ich jetzt gewonnen? Nee, schade. 16 Punkte! Wofür baue ich überhaupt? Ja, aber das war klar. Das war sowas von klar. Eine Ewigkeit später. So, soll ich ein Live-Unboxing machen? Also, es ist da? An Mauris, hast du einen An-Doppelpunkt davor gemacht? Ja. Ja, dann ist es da. Vielen Dank für meinen Kirito. Er liegt jede Nacht neben mir im Bett. LG, deine Asuna. 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 Bist du da drin? Alter, was ist das? Das ist hier komplett eingepackt. Ja, sollte nicht kaputt gehen. Ich hab mal halt gerade, warte, ich leg das Handy kurz auf den Tisch. Oh, eine Schnecke aus Holz! Süß. Ach, Asuna, du hast dich echt verändert. Ja, die wurde verwandelt in Staffel 5. Ja, jetzt ist sie viel, viel süßer. Danke, Manu. Danke. Weißt du denn, wo er die ist? Nee. Die ist auch. Ja nicht wissen, dass ist? Ich meine, ich hätte dir das erzählt, dass ich was mitgebracht hatte. Ich weiß doch gar nicht, ob ich noch mehr habe. Ich glaube, ich habe echt nur für meine Mutter und mich eine Schildkröte geholt und für dich eine Schnecke. Als ob du an mich gedacht hast. Ja. Das ist ja so nett. Ich habe die alles entscheidende Frage für dich, Maudado. Okay, alles entscheidend? Ja. Bekommt Maudado Geld, wenn er mit dir aufnimmt? Ich wünschte... Wie, was heißt das denn? Ich bezahle dich doch jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Das schreibst du dann in deine Liste? Nee, Leute, wir bezahlen uns tatsächlich nicht gegenseitig, wenn wir miteinander aufnehmen. Das wäre auch so merkwürdig, oder? Das wäre richtig merkwürdig. Das wäre halt ultra merkwürdig. Wir sind halt befreundet, Leute, deswegen nehmen wir miteinander auf, einfach so. Aber wir bezahlen uns nicht gegenseitig. Meinst du, das gab es schon mal in der Geschichte der... Ich habe keine Ahnung, ich kenne ja nur uns. Ich bin so überhaupt nicht in der YouTube-Lore von anderen YouTubern drin. Sag mal, wie sieht nochmal eine Ampel aus? Warte mal. Ampel. Aber es wäre halt auch wirklich ultra strange. Ich stell dir vor, du sagst jetzt einfach ja. Würde ich...
Ja, er bezahlt mich die ganze Zeit. Oh, würde er mir nicht so viel Geld geben, dann hätte ich ihm schon lange ins Gesicht gespuckt. Hä? Dann würde ich dir mehr Geld geben. True. Auch andere Sachen, die ultra komisch sind und das geschrieben werden, ist so irgendwie, dass einer von uns die anderen erpresst, dass wir noch weiter mit ihm aufnehmen. Leute, das ist auch, das sind auch alles immer nur irgendwelche Märchen, die rumerzählt werden. Ist halt wirklich krass, ne? Dass wirklich eine Person irgendwas sagt und dann so viele Leute darauf anspringen, ohne irgendeine Art von Beweis. Ja. Das ist schon sick. Boah, Junge, wenn du mich nicht erpressen würdest, dann wärst du schon lange weg. Also von meinem Kanal. Junge, ich brauche halt das Geld, ist die Sache. Für was? Ich blackmail dich so lange, bis ich mir eine Villa gekauft habe. Willst du auf irgendwas anspielen? Ja, auf eine andere Frage. Ja, weißt du noch, wie die formuliert war? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben da vorne durchgeguckt. Leute, die Sache ist mit den Fragen, die sind teilweise... Also manchmal sind es halt solche Fragen, die sind halt mit einer Frage beantwortet. Wie eigentlich auch, ob wir einander bezahlen. Das ist halt die Antwort einfach nein. Wie sollen wir da weiter drauf eingehen und so? Ja, okay, wir sind ja weiter drauf eingegangen. Ja, wir sind weiter drauf eingegangen, aber manchmal sind halt echt... Sachen, was ist eure Lieblingsfarbe? Da können wir halt einmal sagen, yo, weiß nicht wirklich, ich mag Orange. Blau. Hä? Nee, ich mag Blau. Hä, wie? Blau? Ja. Du bist also... Oh mein Gott, dass ich all die Jahre noch mit dir geredet hab. Hä? Hast du mal meinen Hoodie angeguckt? Der ist doch blau. Ja. Und so ein schreckliches Blau, was sich einfach in die Augen reinbrennt. Ja, alles klar. Alles klar. Dann mal doch was anderes. Aufnahme. Ja, das war wirklich, also... Palun hat da auch mal was gedroppt in die Richtung, wo ich echt überlegt habe, den Jungen einfach mal zu löschen. Ja, okay. Hast du noch eine andere Frage? Ich will wieder friedlich sein. Komm, es war nicht so gemein. Der hat mir auch gerade ein Bild von diesen Wespen geschickt. Ich hab einfach nur gekotzt. Ja, ihr habt das ja schon gesehen, das sind halt Wespen. Wäre ekelhaft. Ja, toll, jetzt habe ich eine Ampel gebaut und jetzt? Jetzt baust du noch Autos, so funktioniert doch. Alles klar, jetzt baue ich noch Autos. Natürlich, so innerhalb von 1,5 Minuten. Ja, ja, wirklich sehr spannend. Sehr, sehr spannende Sache hier. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie er sich auch konzentriert. Was ist konzentriert? Ich versuche irgendwas zu erschaffen. Oh Manu, ich hab was. Was denn? Oder war das in meiner Folge? Ich habe mal Fake-Fleisch ausprobiert wegen dir. LOL? Ja, nee, das war bei mir. Ich wollte dich zwingen und schlagen. Ja, genau. Ich war deswegen bei... Ja? Nach 8 Jahren. Die haben ja auch so ein Fake-Burger und ja, hat einfach nach nichts geschmeckt. Nach ein bisschen Gewürzen. Ultra langweilig. Ja, aber weißt du, was da drin ist? Keine Ahnung. Ich wollte es ja nicht essen, weil ich es nicht wusste. Wie, du wolltest... Was? Also das war kein Gemüsepatty oder so. Keine Ahnung, was da drin war. So. Wahrscheinlich sowas, wie du hattest. So Beyond Meat-Zeug. Und das hat nach nichts geschmeckt? Aber was ich sagen muss, also... Ja, halt nicht wirklich stark, nach irgendwas. Oh, guck mal, Alter, wie geil ist das denn? Also, war langweilig. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, Also, irgendwie hat's, ich weiß es nicht, es hat wirklich irgendwie nach nichts geschmeckt, mit bisschen Gewürzen. Vielleicht bist du einfach nur innerlich tot. Nee, bin ich nicht, aber ich muss sagen, ist halt echt nicht so geil, oh. Das ist ein absoluter Drecksladen. Alter, ich bin in der letzten Sekunde auf gut gegangen. Aber was sie optimiert haben, ist dieser Bestellvorgang, Manu. Ja, mit diesen Tablets. Touch, ne? Ja. Mit keinem einzigen Mensch mehr reden. Du gehst an dieses Tablet. Das ist echt geil. Wählst aus, was du willst, kannst auch Anpassungen machen. Und dann bezahlst du an diesem Terminal. Und dann stellst du dich da an die Seite. Irgendwann ploppt dann oben links deine Nummer auf. Dann gehst du da hin, zeigst einmal den Zettel und nimmst es mit. Wie krank das ist, ne? Ja, wie geil. Auf einmal, wie das auf einmal jetzt kam und ich mich fühle, als wäre ich aus dem Koma aufgewacht. Weil ich war nämlich einmal da nach 5 Jahren oder so. Ja. Weil ich genötigt wurde. Und es war einfach nur richtig ekelhaft. Okay, die ist er in die Ampel reingefahren? Ja, das ist ein Unfall. Das ist GTA. Ach so. Das bin ich in GTA. Nee, du würdest doch überall perfekt ausweichen. Klar, ist echt nicht viel, aber er hat sein Bestes gegeben. Vielleicht hat er ja irgendwie in der Mitte nochmal alles abgerissen und das war das Einzige, was er hinbekommen hat. Oh! Der hat gewonnen. Ach, mit dem Männchen da drin? Ah ja, okay. Das ist doch ganz schön. Fand ich unseres zwar schöner, aber ist okay. Ist okay, Leute. Ist ganz okay. So, dann würde ich sagen, bewertet den Part, schaut in die Beschreibung, da ist Mordado verlinkt. Hallo! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Die bauen da jetzt ein Riesennest, mein ganzes Fenster zu, weil es ist direkt vor meinem Glasfenster. Draußen, also es ist draußen, es ist auf dem Fenster, auf der Fensterbank draußen. Fenster Sims, draußen. Wie heißt es draußen drin? Egal. Draußen, also es ist draußen, es ist auf dem Fenster draußen.